In China sollen Privatbanken zugelassen werden. Das kündigte die Regulierungsbehörde für Banken an. Bisher war der Finanzsektor fast ausschließlich Sache des Staates. Es ist nicht das erste Mal, dass China eine schrittweise Öffnung seines streng kontrollierten Finanzsektors andeutet. Im Lauf des Jahres sollen mindestens 3 und maximal 5 Finanzinstitute genehmigt werden, so die Behörde. Die neuen Banken dürften zunächst in einer Versuchsphase unter strenger Aufsicht der Regulierungsbehörde operieren.